Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Kollege Lakenmacher hat eigentlich eine fantastische Rede gehalten. Eigentlich könnten wir danach alle aufhören. Aber nein, das ist ja unsere Aufgabe, uns doch hier auch zu positionieren. Will ich auch gerne für unsere Fraktion tun. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Die Linke, uns ist nachvollziehbar, aus welchen Gründen Sie diesen Antrag initiiert haben. Denn es ist tatsächlich so, dass die von Ihnen in Ihrem Antrag aufgelisteten Fahnen seit geraumer Zeit schon auch verstärkt auf Demonstrationen mit rechtsextremen bzw. rechtsradikalen Hintergrund mitgeführt werden. Der jetzt gefundene gemeinsame Antrag stellt hier wunderbar nochmal die aktuelle Rechtslage dar. Das ist nochmal sehr wichtig, auch für die Öffentlichkeit darzustellen, wie es jetzt schon seit vielen Jahren in Brandenburg gehandhabt wird. Um neben der verbalen auch der visuellen Verbreitung von Extremismus entgegenzutreten, sie einzudämmen oder gar zu unterbinden, ist ein Verbot von ihnen direkt oder auch indirekt repräsentierenden Symbolen ein probates Mittel, welches eine freiheitlich-demokratische verfasste Gesellschaft nicht ungenutzt lassen sollte. Und uns ist bekannt geworden, dass die CDU-Fraktion nicht so glücklich war mit diesem gemeinsamen Antrag, weil wohl schon seit langem feststeht, dass das in der Innenministerkonferenz im Dezember besprochen werden sollte. Verstehen Sie es bitte als Unterstützung, Herr Innenminister. Das kann vielleicht nur hilfreich sein, dass Sie mit einem ja, sicher breitem Votum des Landtages ausgestattet sind, das mit Entschiedenheit zu vertreten und dort mit Werbe vorzutragen. Allerdings gilt es auch hier, die einschlägigen Rechtsgrundlagen zu beachten, die einem solchen Verbot entgegenstehen. Gemäß einer Broschüre des Bundesverfassungsschutzes erfüllt das Führen der Reichskriegsflagge des Deutschen Kaiserreichs weder einen Tatbestand des Strafgesetzbuches noch des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Nach dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht kann sie sichergestellt werden, um konkrete Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Das ist dann der Fall, wenn die Flagge Kristallationspunkt einer konkret drohenden Gefahr ist und diese sich dadurch beheben lässt. Interessant ist es aber, das sagte auch Kollege Lakenmacher schon, dass es dessen ungeachtet entsprechende Regelungen bereits in Bremen hierzu gibt, mit denen sich mittlerweile auch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen oder Bayern befassen. Wir stimmen zu, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung dazu geben sollte, denn es kann ja nicht sein, dass die Flaggen beispielsweise in den drei genannten Bundesländern nicht mitgeführt und gezeigt werden dürfen bei einer Kundgebung in der Bundeshauptstadt, vor dem Brandenburger Tor beispielsweise oder vom Reichstag dann aber unter Umständen doch. Das macht auch für die Sicherheitskräfte die Lage nicht einfacher. Deshalb sollten sich die Innenminister der Länder möglichst in ihrer Sitzung im Dezember auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Wir haben auch deshalb den Antrag mitgezeichnet und werden Ihnen auch zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.